Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum OMSI 2. Hier mit einer wunderschönen Einlage der Berliner U-Bahn am U-Bahnhof Ruhleben. Und wie versprochen... das wollte ich hier. Sehr, sehr gut gemacht, der Zug, also detaillierter als die S-Bahn-Züge damals im OMSI 1. Ich weiß gar nicht, wie die S-Bahn-Züge jetzt aussehen, aber die müssen, denke ich... Ich denke mal nicht, dass sie sich groß verändert haben. Die U-Bahn hier ist ja neu dazugekommen. Und wie versprochen fahren wir heute also mit dem Citaro, Mercedes-Benz Citaro G, also die Gelenkversion von dem lieben Alter, mit ganz vielen R. Hatten sich einige gewünscht und ich finde den Bus einfach auch super, deswegen habe ich mir gedacht, komm, stellen wir den mal vor. Ich weiß, ich habe noch gar nicht den echten Gelenkbus, also den GN92 vorgestellt, aber das wird auch noch kommen. Und dieses Lämpchen hier... Ich habe mich mal gefragt, was das bedeutet. Ich glaube, ich habe es aber verstanden. Das bedeutet irgendwie, dass man, wenn das leuchtet, dann fährt gleich ein U-Bahn ab, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Also, dass man das weiß, wenn man hier aus dem Bus aussteigt. Aber so genau habe ich es auch noch nicht verstanden. Also, wenn da jemand weiß, was das genau bedeutet, dann gerne in die Kommentare damit. Dann, des Weiteren, ich habe einen Fahrplan schon angenommen. Und zwar die Linie 130. U-Bahnhof Ruhleben bis zur Nervenklinik. Muss ich mal überlegen, ob wir das ganz durchfahren. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Jedenfalls werden wir das nicht alles in dieser Folge machen. Das ist, sind allein so 40 Minuten... Nee, Quatsch. Hä? Was ist das denn hier? Ich verstehe mal nicht. Doch, ich glaube, das ist noch ein Bug. Nervenklinik, hier steht die Abfahrtszeit für die Rückfahrt. Also, das sind keine 7 Minuten hier zwischen der Griesinger Straße und der Nervenklinik. Das ist auf jeden Fall eine halbe Stunde Fahrzeit, wenn ich das hier so richtig sehe. Und das ist einfach zu viel, weil halbe Stunde im Fahrplan heißt auch nicht halbe Stunde... im Video, das heißt dann immer 35 bis 40 Minuten. Das will ich euch dann auch nicht zumuten, das ist vielleicht ein bisschen viel. Deswegen fahren wir heute vielleicht erstmal zum Rathaus Spandau in der ersten Folge. Sozusagen den ersten Teil der Linie 130. Und wie ihr es schon gesehen habt, pass auf, ich gebe hier erstmal das ganze Zeug an, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Linie 13000, Route muss ich raten, 01, richtig. Gut, dann muss ich noch kurz mein Lenkrad, waps, nicht konfigurieren. Wie ging denn das nochmal? Das ist alles so anders. Lenkrad oder Joystick, hallo? Ach genau, das Lenkrad ist nämlich... Ich habe nämlich übrigens, das ist die... Ich bin wieder leicht verpeilt, tut mir leid, habt ihr das Geräusch gerade gehört. Ich habe nämlich sozusagen meinen neuen Computer jetzt installiert und es ist die erste Folge, die ich vom neuen PC aus aufnehme. Das heißt, ich hoffe, es wird einiges besser laufen. So leckmäßig und sowas. Ist sozusagen meine Hoffnung. Ich habe OMSI auf einer SSD-Festplatte installiert. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und dadurch funktioniert das alles deutlich besser. Ich habe die Einstellung auch deutlich höher geschraubt, als ich sie sonst immer hatte in den Aufnahmen. In der Hoffnung, dass es hier einigermaßen funktionieren wird. Leider, also ich werde auch noch meine Systemdaten in meine Kanalbeschreibung packen, wenn ich es nicht schon getan habe. Und, leider habe ich, aber ist an dem Computer, also ich habe hier sozusagen... 2 USB 2 Ports, ja, wie ich es auch beim anderen Computer hatte, und jetzt habe ich noch einen USB 3 dazu, und einer von den beiden USB 2 Ports funktioniert einfach mal nicht. Von Anfang an hat er nicht funktioniert. Wenn man was reinsteckt, dann reagiert es nicht, und zwar der rechte, der funktioniert nicht, und da hatte ich jetzt gerade mein Lenkrad drin, das heißt, ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht ging. Jetzt funktioniert es aber, wie ihr seht. Das mache ich eigentlich sonst immer im Voraus, aber ich habe gerade gesehen, dass da eine U-Bahn kam, deswegen habe ich mir gedacht, so, machen wir das vielleicht mal als Einstieg und dann muss ich sozusagen schnell handeln. Genau, so, dann können wir mal den Motor starten. Eine Besonderheit bei diesem Bus ist, man muss, um auf Drive schalten zu können, muss man das Bremspedal eingedrückt haben, dann funktioniert es, wie ihr es hier gerade sehr schön sehen könnt. Im Hintergrund eine Feuerwehr, fahren sehr, sehr viele lang um OMSI 2 und jetzt muss ich hier noch, genau, den hier mache ich etwa mit der Hand. Und dann sollte es eigentlich schon losgehen. Genau. So.
So. Ich habe einfach mal reale Uhrzeit so ungefähr genommen. So, jetzt marschieren die ganzen Leute los. Macht sehr, sehr viel Spaß mit dem Bus zu fahren. Sehr, sehr realistisch. Ich habe jetzt einfach mal die 3-Tür-Version genommen, weil es doch vielleicht ein bisschen realistischer ist als die 4-Tür-Version. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Gelenkbus, also den gibt es natürlich, aber ich habe noch nie einen gesehen, der hier im hinteren Gelenk 2 Türen hat. Also das ist vielleicht ein bisschen gequetscht und übertrieben. Wenn hier solche Gelenkbusse fahren, dann immer nur mit einer Tür hinten. Aber solche jetzt die Taugelenkbusse fahren eher selten in Berlin, muss ich auch sagen. Ja, Entschuldigung. So, hier, komm, nimm wieder zu viel Rückgeld, ist mir egal. Weil ich gerade was erzähle. Und zwar, doch nicht alles genommen. In Berlin fahren normalerweise eher diese Solaris-Gelenkbusse und nicht die Citaro-Gelenkbusse. So, wir haben schon Verspätung. Das ist immer, man kriegt immer ganz leicht Verspätung hier im Urlaub-Leben. So, geht's auf jeden Fall schon mal los. Die Strecke hier bin ich sogar schon auf der Gamescom abgefahren. War natürlich alles ganz anders. Vom Lenkrad her und sowas. Da waren die Pedalen so weit vorne. Da musste man so die Beine einknicken und sowas. Also es war nicht ganz so optimal auf der Gamescom. Und ihr seht da rechts im Rückspiegel, wie sich das Gelenk schön dreht. Man kann auch hier, wenn man genug nach links geht, sozusagen rausgucken. Und dann sieht man auch, wie schön das alles ist. Ich zeige es euch auch nochmal von innen. Also sehr realistisch. Der Sound ist auch sehr gut. Und ja, genau, und jetzt kommen wir zur nächsten Sache, das erzähle ich jetzt einfach mal während der Fahrt. Während der neue PC relativ gut zu laufen scheint bisher. Krematorium Ruhleben. Ja, das sind schon mal gute Aussichten, ne? Wenn die nächste Station das Krematorium ist. Und hier auch die ganzen neuen Fahrzeuge und so, ich weiß gar nicht, die kennt man wahrscheinlich alle schon aus den letzten Folgen. So. Weiter geht's, jetzt muss ich gucken, da kommt eine Feuerwehr von irgendwo her. Ja, da muss ich immer durchlassen. Das ist auch ein neues Feature. Wenn eine Feuerwehr kommt und eine rote Ampel ist, dann schiebt sie einfach alle Autos davor los, sozusagen, dass die Feuerwehr durch kann. Und jetzt haben die eh schon wieder grün, aber ich habe jetzt keine Lust. Sagen wir mal so, im Interesse der Videolänge werde ich jetzt einfach mal trotzdem fahren. Deswegen ist man immer wieder froh, KI-Kollisionen ausgeschalten zu haben. Sagt man ausgeschalten oder ausgeschaltet? Das ist immer die große Frage. Weiß ich nicht. Ausgeschaltet. Ich glaube ausgeschaltet. Ausgeschalten. Ist nicht so leicht. So. Also der Sound. Es ist ja im Prinzip hier dieser Bus, ne? Den Bus sind wir auch schon ganz oft im Bussimulator 2012 damals gefahren. Es ist dieselbe oder dasselbe Fahrzeug. Hier sehen wir auch einen im Gegenverkehr. Was ist das für eine Linie? 145, okay. Heute, im Jahre 2013, heißt der M45. Ja, du Idiot, noch weiter vorfahren geht auch nicht, wa? So. Genau, und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier überall so eine modernen Busse rumfahren. Ich habe nämlich ein bisschen an der AILIS rumgebastelt und ich habe sozusagen eine neue Situation erstellt in der Timeline und habe eingestellt, dass ab dem Jahre 2013 hier auch moderne Busse langfahren. Das heißt, ich habe mir den Line City installiert, der vor kurzem rausgekommen ist als Adventskalender im OMSI-Forum. Könnt ihr mal nachgucken. Ich werde vielleicht auch den Link in die Beschreibung tun. Also den Line City Doppeldecker natürlich. Und der ist auf jeden Fall auch sehr realistisch geworden. Besser als die erste Version, die wir schon mal irgendwann mal hatten. Vor etwas längerer Zeit. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Alter, ist das laut. Ach, hier hinten, dieser Zug. Meine Güte, ist der laut. So. Grün. Seht ihr, da kommt nämlich zum Beispiel so ein Line City entgegen. Was ist das? 434er zum Monofruleben. Ups. Den 434er, den gibt es heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Also das mit den Linien ist natürlich immer noch wie 1994. Aber ich glaube, da haben sich schon Leute rangesetzt, da eine, auch von den Linien her aktuelle Map zu kredenzen. Kurz die Ansage. Polizeidirektion 2. Genau, dankeschön. Oh, diese Stimme, der geht ja eigentlich so auf die Nerven, ne? So, hier Berliner Türsteuerung. Wenn ich hierauf drücke, geht immer nur die Tür auf, wo gedrückt wurde. Muss ich nicht immer beide aufmachen. Geht auch wieder automatisch zu. Und sobald ich den Ton gehört habe, kann ich wieder zurückklicken. Und dann ist alles gut, kann weiterfahren.
Für die Leute, die das nicht wussten, ich habe auch lange gebraucht, um das rauszufinden. Ich habe nämlich immer erst an jeder Haltestelle beide Türen aufgemacht, bis ich dann rausgefunden habe, dass dieser Schalter hier das Problem löst, sozusagen. Also, leichte Ruckler gibt es natürlich immer noch, das ist ganz normal im OMSI, weil da immer was nachgeladen werden muss. Und ich will auch nicht meinen Computer als Nonplusultra-Computer einstufen, aber es ist auf jeden Fall eine große Verbesserung im Gegensatz zum alten. Ja, genau, und ich habe mich jedenfalls an die AI-List gesetzt und habe da die beiden, oder die drei neuen Fahrzeuge eingefügt. Den Mercedes-Benz Zito, den wir auch letztens mal hatten in Neuendorf auf dem Werkverkehr, den habe ich mal nicht eingefügt, weil... Güterbahnhof Ruhleben. Genau, weil Güterbahnhof Ruhleben. Nein, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, wenn überall so Kleinbusse rumfahren. Deswegen, so, jetzt geht es hier automatisch zu. Piep, piep. Das gibt's nicht in Berlin, diesen Ton. Also in Berlin gibt's generell keinen Türschließ-Sound in keinem Fahrzeug, soweit ich weiß. Genau. So, und ich springe wieder von einem Thema ins nächste. Was war ich gerade dabei zu erzählen? Genau, der Mercedes-Benz O520 Zito, den wir damals hatten, den kleinen Bus. Der ist auch von derselben Person erbaut, aber den habe ich nicht eingefügt in die AI-List, also in die KI-Liste auf Deutsch, weil das eben nicht ganz so realistisch ist, wenn auf dem 137er plötzlich so ein Minibus fährt. Ne? Also es gibt nur einzelne Linien in Berlin, wo solche Minibusse fahren. Genau, nächster Halt. Teltower Straße. Teltow übrigens auch eine Map für den OMSI, die es gibt, von dem lieben Merkertram. Oh, ich habe das Teil hier noch offen gelassen. Ist egal. Man kann es natürlich auch permanent auf dieser Position lassen, dann geht alles automatisch. Muss man noch nicht mal mehr an jeder Haltestelle drauf drücken. So. Aber ich mache das mal trotzdem realistisch. Ein Problem gibt es allerdings noch mit dieser KI-Liste. Das haben wir jetzt glücklicherweise noch nicht zu sehen bekommen. Werden wir auch jetzt noch nicht, weil das ein Gelenkbus ist. 130er, Kollege. Aber ich habe auch, also es gibt zwei Probleme. Erstens, ich habe auch die Single-Version, die Standard-Version von dem Citaro eingefügt. Also nicht Gelenk-Version. Und Heide-Reuter-Straße. Heide-Reuter-Straße. Ist eben das Problem, dass auf der Standard-Version gibt es irgendwie einen Bug, den ich bisher noch nicht zu lösen geschafft habe. Nämlich, dass er kein Ziel anzeigt. Sowohl nicht als KI-Version, aber auch nicht, wenn ich ihn so fahre. Ich kann hier irgendwas eingeben im IBIS, ich kann es auch manuell machen, über das Menü irgendein Ziel eingeben, über die Hofdatei, bla bla bla. Es funktioniert nicht, es wird nichts angezeigt auf der Zielanzeige. Ich habe mir auch den Patch runtergeladen. Das ist, wie nennt man das hier? Dashboard oder sowas. Ich glaube, das heißt Dashboard. Dass das nicht weiß ist. Im OMSI 2, da war nämlich so ein Bug, dass das ja alles irgendwie nicht richtig angezeigt wurde. Da gibt es einen Patch im OMSI-Forum auf der Seite von dem Bus. Kann man sich runterladen, das ist eine ganz kleine Datei, muss man nur ersetzen. In der Texture-Ordner des Busses, glaube ich, und dann funktioniert das auch. Also falls ihr das Problem habt mit dem Bus, einfach diesen Patch installieren. So, und ich habe hier das wieder hier nach links gemacht. Genau. So, und jetzt verlassen wir gleich diese Hauptstraße hier. Warum flackert das da im Hintergrund so? Das ist eigentlich nicht geplant. Das ist natürlich scheiße jetzt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Boah, Alter. Naja, falls jemand eine Idee hat, in die Kommentare. Grenadierstraße. Der 145er würde hier gerade ausfahren. Wir biegen rechts ab. Diese Linienführung gibt es übrigens heutzutage nicht mehr, weil der 130er als anders zum Ruhleben fährt. Zeige ich euch gleich. So. Hallo. Also hier fährt der M45er lang, sozusagen. Der fährt geradeaus, dann da Rathaus Spandau. Und der 130er fährt jetzt da hinten lang. Ihr seht da hinten den Fernbahnhof Spandau. Heutzutage heißt der S-Bahnhof Streso, auch da mit dem super Hotel. Was da sozusagen hingestellt wurde. Und dann eben irgendwie da hinten lang über die, Mann, mir fehlen heute die ganze Zeit die Worte. Das ist wie eine Fremdsprache. Deutsche Sprache ist eine Fremdsprache. Da über das Industriegebiet. Da hinten ist ein Industriegebiet. Da gibt es so Haltestellennamen wie Freiheit 13 bis 24 oder wie das da heißt. Und Werkring und so ein Zeug, ne? So, bitteschön.
Und aber die meisten Fahrten des 130ers enden heutzutage auch am S-Bahnhof Striesow, also am Fernbahnhof Spandau. Weil, wie gesagt, Industriegebiet, es wird halt nur Montag bis Freitag im Berufsverkehr angefahren, sonst fährt der 130er überhaupt nicht mehr nach Uhleben. Und die Verstärkerfahrten fahren, wie auch 1994 schon, zwischen Westerwaldstraße und Rathaus Spandau. Teilweise fuhren die 1994 auch noch weiter. Aber der 130er ist ja generell heutzutage ganz anders. Der fährt nämlich an der Zeppelinstraße, biegt er nämlich nicht links ab zur Westerwaldstraße. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, wovon ich rede. Sonst ist es ein bisschen blöd gerade, tut mir leid. Striesowplatz. Genau, die biegen halt da nicht ab. Da ist übrigens ein Kollege wieder. Die kommen ja hier ganz. Ja, gut, dass es die Funktion im letzten Stand der Karte Laden wenigstens gibt. Weil, jetzt bin ich gerade an der Grenadierstraße wieder gespawnt, samt Bus. Das heißt, ich musste nicht den Bus neu laden, ich musste nichts machen. Ich musste einfach nur noch die paar Meter wieder hierher fahren. Jetzt sind wir am Striesowplatz. Nachteil ist, wir haben jetzt keine Fahrgäste mehr. Aber das kann man nichts machen. Und die Tradition wird erfolgreich fortgesetzt. Hier hat man gerade wieder leicht gesehen, wie das Gelenk sich geknickt hat. Ja, die Tradition wird auch in der dritten Folge um sie zwei fortgeführt. Mindestens einmal pro Folge stürzt das Spiel ab. Das passiert mir ehrlich gesagt nicht so oft, wenn ich offscreen spiele. Aber mit Aufnahme muss natürlich immer passieren. Hier die sehr schön, nicht animierte Brücke, sondern erstellte Brücke, sage ich jetzt einfach mal, fällt dir das Wort nicht ein. Texturiert, sag mal texturiert. Geblenderte Brücke. Das sind alles so erfundene Begriffe. Hier sieht man den 231er. Der fährt nämlich auch zum U-Bahnhof Uhleben und der fährt, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und der fährt jetzt nämlich so wie der 130er heute da hinten lang über das Industriegebiet. So, jetzt hier nochmal. Breite Straße, Markt. Breite Straße, Markt. Hier haben wir die Altstadt Spandau. Hier hinten. Und da hinten ist auch, zeige ich euch mal, der U-Bahnhof. Altstadt Spandau. Also das alles hier ist die Altstadt. Und hier haben wir den U-Bahnhof Altstadt Spandau. Und jetzt kommen wir sozusagen von hinten. Was ist hier? Da ist ein 130er. Genau. Generell gab es ja damals 1994 noch viel mehr Buslinien als heute. Da wurde ja sehr, 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 sehr viel ausgespart. Damals gab es auch noch eine Buslinie von U-Bahnhof Rathaus Spandau nach Nauen von der HVG, von der HV-Busverkehrsgesellschaft, den 657er. Und den gibt es ja heute auch nicht mehr. Da muss man, wenn man nach Nauen will, muss man Regionalbahn fahren. Genau. Es war ja mal geplant, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch in Planung ist, die S-Bahn nach Nauen zu führen. Die endet ja sozusagen jetzt noch Rathaus Spandau. Oder Spandau, wie der S-Bahnhof heißt, ohne Rathaus. Damals, 1994, fuhr die nur bis. Wohin fuhr die denn? Olympiastadion? Also ein paar Stationen vor Rathaus Spandau sozusagen. Und heutzutage fährt die halt als ein großer Bahnhof jetzt errichtet worden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Berlin wart. Also das sieht am Rathaus Spandau gar nicht mehr so aus wie jetzt. Diesen Fernbahnhof Spandau, der wurde halt auch nur noch zum S-Bahnhof runtergestuft. Genau, und die S-Bahn würde halt dann noch ein paar Stationen weiterfahren. Ich weiß nicht, was gibt es da noch für Stationen? Da gibt's, ich glaube, die Züge würden noch einmal in. Wo würden die halten? In Albrechtshof, genau, Albrechtshof heißt es. Und in Falkensee übrigens auch. Da würde die S-Bahn dann auch langfahren, aber ich weiß gar nicht, ob das noch in Planung ist. Wäre sinnvoll, aber ist natürlich auch viel zu teuer für Berlin, ne? Muss man ja auch mal sagen, dass Berlin da nicht so viel Geld hat. Außerdem würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwelchen Zukunftsbauplanungen, die Berlin noch so hat, weil das kann sich dann leicht nur um 10 Jahre verzögern, ne? Wie wir es mit dem Flughafen kennen. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Ja, U-Bahnhof Rathaus Spandau. Das würde eben heutzutage Essen U-Bahnhof Rathaus Spandau heißen. Und da, wo dieses komische Reisebüro ist, da ist so ein fetter Bahnhof halt, ne? Also da, das sieht alles überhaupt nicht mehr so aus. Könnt ihr ja mal auf Street View angucken, wenn euch das interessiert. So, dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal die Folge. Hat, denke ich mal, auch wieder lang genug gedauert. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht ein bisschen zu viel, was ich da alles erzählt habe aus Berlin. Ihr könnt da wahrscheinlich eh alle gar nicht folgen.
Sorry für die Leute, die da jetzt wirklich nur dumm aus der Wäsche geguckt haben und nichts verstanden haben. Also das hier ist die Ailis, ist eigentlich ganz einfach. Hier 331er, den gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, Brunsbüttler Damm. Was ist das für eine Linie heutzutage? Ich glaube, der M32er, also der... Ach, egal, ist egal. Ich brauche das gar nicht. Das versteht ihr wahrscheinlich eh alle nicht. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr alle hier irgendwas versteht. So, dann sage ich trotzdem erstmal Danke fürs Zuhauen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wie man das macht mit der E-List, dann schlage ich vor, ich weiß nicht genau, pass auf, erstmal zwei Sachen. Erstmal, habt ihr eine Ahnung, wie ich das Problem mit den Citaro Standard Edition Bussen wegkriege? Wovon ich aber irgendwie keinen einzigen gesehen habe bisher in der Aufnahme, was ganz komisch ist. Erstens das, habt ihr da eine Lösung für? Und zweitens, wisst ihr, ob es legal wäre, ob ich das dürfen würde? Was ist das denn hier? 237er, den ich weiterfahren will? Wisst ihr, ob es legal wäre, wenn ich euch das sozusagen zum Download stellen würde, hier die AI-List? Oder ob ich da irgendwelche Rechte verletze von den Busanbietern oder sonst was? Aber ich weiß nicht so genau. Ich mache das vielleicht lieber nicht, weil das zu gefährlich ist. Aber es ist auch nicht so schwer. Man muss einfach da einen, bei den... Aber wie gesagt, ich erkläre das jetzt nicht in der Folge. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mich fragen, dann erkläre ich euch das nochmal. Genau. Aber dann erstmal danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal fahren wir dann weiter an dieser Stelle. Selbe Stelle, selbe Welle, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, von wem dieser Spruch ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach so, und guten Rutsch, ne? Übrigens. Viel Spaß beim Silvesterfeiern, ist ja jetzt soweit. Ciao, ciao.